Vor wenigen Parts haben wir noch die Sprüche des Mafia-Bosses auswendig lernen dürfen, sowie seine Bewegungen hier im Encore-Encore-Fight gegen den Mafia-Boss mit dem One-Hit-Hero equipped. Und nun soll es auch schon weitergehen, hier im Dead Bird Studio mit dem zweiten Bosskampf in diesem Spiel, und zwar Killing Two Birds with One Stone, um das wunderschöne Sprichwörtchen im Englischen zu vervollständigen. Wir müssen beide Direktoren besiegen. Gleichzeitig. Während sie in einer verdammt geistesgestörten Phase sind. Erinnert ihr euch noch damals, als ich euch gesagt habe, hey, wen von beiden wollt ihr lieber sehen? Den DJ Grooves oder den Conductor? Wer von beiden soll eher gewinnen? Naja, jetzt sehen wir es ja so oder so beide. Ich könnte bestens drauf verzichten, aber nun gut. Kommen wir noch kurz zu den zwei Bonusaufgaben, die ja hier ausgegraut sind. Eine der beiden Bonusaufgaben lautet, wir dürfen nur einen Conductor bis zum Ende, der beiden Direktoren bis zum Ende angreifen. Bis dieser eine besiegt ist, und erst dann dürfen wir uns auf den zweiten konzentrieren. Und die andere Mission lautet, oh, ich bin mir da gerade gar nicht sicher, was waren die andere Missionen? Es waren nicht alle, nee, es war nichts mit Hüten. Ich gehe einfach schon mal rein. Währenddessen kann ich mal ein bisschen überlegen. Ah, genau. Am Ende kriegen wir eine Zeitstoppuhr wieder umgeschnallt, ihr erinnert euch. Und dann musste uns ja DJ Grooves befreien. Dieses Mal kann er uns nicht befreien, weil er ja unser Feind ist, wie man da vorne sehen kann. Und bei dieser Zeitstoppuhr müssen wir beide besiegt haben, also beide, DJ Grooves und den Conductor, wenn die Zeit auf, ich glaube es war 100 ist. Und das wird schrecklich. Und ich bin gespannt, ob ich den Kampf überhaupt hinbekomme. Ich habe ihn ein klein wenig geübt, aber nicht so stark wie den Mafia-Boss, weil man halt hier nicht den One-Hit-Hero equipped haben muss. Geistesgestört. Ich hasse es. Wieso müssen Entwickler eigentlich immer so hart ausrasten? Er hat natürlich die einzig wahre Möglichkeit ausgerüstet, die man hier ausrüsten sollte. Und zwar den Zeitstopphut. Das ist natürlich logisch. Das versteht sich von selbst. Und ich gebe mir mal wieder eine halbe Stunde Zeit, diese Bosse zu besiegen. Sollte es in einer halben Stunde nicht funktionieren, dann lasse ich es gut sein. Beziehungsweise, ja, dann shit happens. Aber an sich ist der Kampf nicht so schwierig, würde ich jetzt meinen. Also, wir haben weitaus Schwierigeres schon erlebt. Ich glaube zwar nicht, dass es ein One-Hit-Kill wird, wie wir die ganze letzte Zeit schon immer hatten. Hier in der zweiten Welt, dem Dead Bird Studio, da lief es ja tatsächlich relativ gut. Besser als im Mafia Town. Wobei ich auch sagen muss, ja, mittlerweile ist man dann aber auch schon eingespielt. Also, dementsprechend wird man natürlich auch besser. Und da hat mir der Zeitstopphut sehr, sehr gut geholfen. Ach, da wurde ich das erste Mal erwischt, aber ist jetzt nicht so wild. Weil wir kriegen ja so oder so eine Heilung. Hier, wenn die Autos kommen, ist es ganz wichtig, dass ihr euch einfach hier hinten ins Eck stellt. So, und ich glaube, wir kommen auch schon in die Zeitbombenphase. Genau. Da gibt es dann immer eine Doppelheilung, aber jetzt geht's halt erst richtig ab. Jetzt muss man gut sein. Ich habe, glaube ich, jetzt hier schon einen kleinen Fehler gemacht, weil ich den einen eben so angegriffen habe. Man sollte nämlich in der Phase, wo sie vor einem wegrennen, jetzt habe ich, Alter, das ist so schwierig. Ah, Doppeltreffer schon wieder unnötig. Man sollte wirklich den Zeitstopp gut benutzen. So, sehr schön. Ja, dann sollte ich aber vielleicht auch das Badge ausrüsten, fällt mir gerade ein. Bei dem ich meinen Hut schneller aufgeladen habe wieder. Das wäre natürlich schon hilfreich. Ach, ja. Das wird nix. Das wird nix. Nice. Sehr schön. Unser erster Tod hier in diesem Bosskampf. Na, habt ihr die Sprüche schon raus? How could you do this to me, Lassie? Oder Darling. Wie DJ Grooves ja zu sagen pflegt oder uns zu nennen pflegt. Ja,
An sich die ersten zwei Phasen sind kein Problem. Ich würde auch so weit gehen und sagen, dass auch spätere Phasen nicht so wirklich das Problem sind. Sehr schön. Es ist ein recht einfacher Boss an sich. Man muss ihn nur ein bisschen studiert haben. Ein bisschen. Nicht so viel wie den Mafia-Boss. Weil man hier sich halt auch Fehler erlauben darf. Finde ich recht freundlich von den Entwicklern. Ah, kacke. Ja. Ja, das hätte besser laufen können hier. Aber was soll's. Letzten Endes haben wir es ja so oder so geschafft. Und man kriegt ja nach jeder Phase hier richtig geil eine Heilung. Also mindestens ein Heil-Item kriegt man immer. Ein Heilpon. Und ab der Phase mit der Bombe kriegt man sogar zwei. Also so gesehen wird man da nochmal... Mann, ich hasse es. Wieso müsst ihr... Hä, was war das denn jetzt? Ja, richtig geil reingebackt seitlich in die Tribüne. So gefällt mir das, ja, ja, ja. Richtig geil reingebackt. Mann! Und jetzt... Ah, Vorsicht, wenn es dunkel wird, kommen immer die Messer, Leute. Merkt euch das. Hä, von was... Alter, was ist hier los? Das ist ja krank. Ja, 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 ja. Nice. Das ist gerade einfach... Ich bin in einer Todesschleife gerade gefangen, wie man hier sehen kann. Da kommst du nicht raus. Ja, ich kriege jetzt zwei Heilungen, aber ich überstehe doch jetzt die Phase mit der Bombe nicht in wenigen Sekunden. So, wie gesagt, hier muss man jetzt das Anvisieren benutzen, nicht den Zeitstopphut. Das lohnt sich hier an der Stelle mehr. Ach Gott, und wieder hat mich DJ Grooves verarscht. Ich hasse dich, DJ Grooves. So. Ich greife gerade nur den Kontakter an. Frag mich nicht, warum. Ich habe es eigentlich noch gar nicht darauf abgesehen, auf dem Bonus. Und schon wieder den Kontakter. Und ich dachte eigentlich, ich wäre jetzt tot. Bin ich aber zum Glück nicht. So. Ja, okay. DJ Grooves noch. Kriege ich den recht schnell? Ja. Und damit kriege ich wieder, glaube ich, eine Heilung und wir kommen in die letzte Phase. Nein, kommen wir nicht, weil der nochmal angreift. Ah, hier ist so ein Durcheinander. Ich sehe halt auch immer erst zu spät, ob die angreifen. Und wenn man danach den Standardboss wieder spielt, dann ist der einfach so scheiße einfach. Das ist unglaublich, Leute. Das ist wirklich unglaublich, wie einfach der Standardboss ist danach. Nach dem Scheiß hier. Hier wird man wirklich drauf vorbereitet, auf alles. So. Nein, als ob mich jetzt DJ Grooves erwischt hat. Ist aber egal, wir kriegen hier eh eine Heilung. So. Ja, am liebsten ist es mir, wenn sie sich eigentlich so ein bisschen mit ihren Angriffen aufteilen. Na super, jetzt habe ich gar keinen von beiden erwischt. Ja, das zögert die Phase natürlich ein bisschen hinaus. Und jetzt gehen sie beide in die Disco-Kugel-Phase. Das ist auch nicht schön, weil dann eben der komplette Bildschirm vibriert. Und das... Nee, das willst du nicht. Das willst du definitiv nicht haben. Okay. Das ist nicht leicht. Das ist nicht schwierig hier. Da brauche ich mich auch gar nicht konzentrieren. Aber das hier. Das ist Hardcore. Aber ich bin sogar durchgekommen, ohne erwischt zu werden. Das ist erstaunlich gerade. Jetzt machen sie beide ihre Messertaktik. Aber das ist mir eigentlich eh recht lieb, wenn sie beide das gleichzeitig machen. Ist mir lieber als das hier. Weil wie soll ich hier allem ausweichen? Ich sehe ja nicht mal alles. Er ist so gestört. Ich habe halt nicht mal den Angriff gesehen. Naja, gut. Dann versuchen wir jetzt hier. Komm, hol dir DJ Grooves, Mädchen. Ja, oder nicht. Ist mir auch recht, ne? Wir brauchen ihn ja nicht. So. Conductor. Nein. Okay. Ja. Das ist gerade mega random, was hier gerade alles passiert. Aber ich glaube, wir sind durch, oder? Durch die Phase. Nee. Da kommt ja... Ja, der kommt gleich wieder. Das war mir schon klar. Und wir sind in der Eulenphase. Und die spammen hier immer noch ihre Angriffe. Was ist das denn? Ja, geil. Was ist das denn? Wieso hat DJ Grooves denn nicht als tot gezählt gerade?
Also ihr habt's gesehen, am Ende werden wir wieder von der Band verfolgt. Ey, was war das denn? Die sollten doch dann eigentlich langsamer werden. Die sollten checken, hey, die nächste Phase beginnt, aber das haben die ja nicht mal gecheckt gerade. Warum? Das hat mich gerade mega verwirrt. Und an sich wieder diese Lampen, die hier von oben runterfallen, ne? Ihr seht sie auch die ganze Zeit. Das ist hier das Randommäßige. Das, was, Mafia-Boss die Sandsäcke hatte, die random runtergefallen sind, haben die hier wieder random von oben runterfallende Scheinwerfer. Auch nicht geil. Wieso muss jeder Boss irgendwas haben, was einfach random ist? Wirklich. Das sollte nie programmiert werden. Weil so kannst du es nicht mal lernen. Weil wenn die halt genau so runterkommen, dass du nicht ausweichen kannst, dann hast du halt verkackt. Das ist ganz einfach so. Das ist ganz einfach gesagt. Und ich weiß noch nicht mal, wie ich das machen soll, wenn ich nur einen Kontakter angreife, weil du musst halt hier versuchen, dauerhaft in der Luft zu sein, damit du, ja, nicht von 1000 Angriffen erwischt wirst. Das ist so der Vorteil, wenn du in der Luft bist oder im Verfolgungsangriff bist, weil dann können dir die gar nichts anhaben. Aber das Problem ist halt, wenn du nur einen angreifst, dann kannst du seltener den Verfolgungsangriff nutzen und bist somit natürlich leichter gefundenes Fressen. Geh weg. So, wir kommen wieder in die Bombenphase. Den Bombenprank von Apo Red. Das ist das hier wirklich. Das ist wirklich ein absoluter Prank, dieser Kampf. Mann, was soll das? Das ist so random. Ich kann hier nichts machen. Wo ist der Typ jetzt eigentlich? Ich sehe ihn. Ah, moin. Du bist in deiner anderen Phase. Ja? Easy. Easy. Läuft bei euch. Läuft wirklich. Hoffe, ihr habt sonst keine Probleme. Vor allen Dingen, die spammen den Scheiß ja durch die Luft auch noch. Wenn die blöd stehen. Was ist das? Das ist so random. Ich will das doch nur hinkriegen. Ich will da ja jetzt keinen Weltrekord. Weißt du, Spiele schwer machen, ne? Wir hatten es ja. Ich bin ja auch der Meinung, es ist alles möglich in diesem Deathwish DLC. Außer... Fick dich doch. Es ist alles möglich, außer die Bosskämpfe. Weil die Bosskämpfe sind einfach nur abnormal. Nee. Und ich weiß halt auch schon, was die letzte Mission ist. Da habe ich mich ein bisschen spoilern lassen. Aber ich musste mich da spoilern lassen, weil... Es ist krank hier alles. Und deswegen wollte ich einfach wissen, was mich erwartet. Letzte Mission ist einfach alle Endkopfbosse nochmal. Hintereinander. Immerhin nicht mit dem One-Hit-Hero, aber... Da fuck! Wenn ich die ja so gerade so hinbekomme... Und ihr habt ja noch nie mal Mustache Girl gesehen, ne? Richtig geil. So. Einfach rennen. Was machen wir? Wir rennen. Okay, der Kontakter will nochmal zum Angriff blasen. Ja. Was haben wir jetzt? Jetzt sind wir in der Bombenphase. Das heißt, ich kann wieder ein bisschen anvisieren spielen. Den Kontakter hole ich mir diesmal auch. So, sehr schön. DJ Grooves wäre auch gerade gekommen. Wie ich ihn nicht erwische. Aufs Verrecken nicht. Unglaublich. So. Ja, lieber so. Dann holen wir den Kontakter. Ja, komm, mach einfach den Kontakter weg gerade. Ja, ist mir recht. Wenn der Kontakter gerade weggeht. Und wir sind mit 4 Leben in der Bandphase. Wie gesagt, eigentlich müssten die jetzt hier langsamer werden. Was sie gerade aber nicht vorhaben, nein. Weiß auch nicht warum. Ich muss durch meine eigene Band durch. Aber wir sind gut dabei. Wir haben den DJ besiegt. Wie sieht's mit dem Kontakt aus? Greift der an?
Wir haben 8 Sekunden noch. Nee, wird nix. Wird nix. Warum? Ja, wow. 95. Und ich fliege einfach durch die halbe Stage. Mann, die 100 wäre doch drin gewesen. Ekelhafter Scheiß. Naja, immerhin schon mal besiegt. Bam, bam, bam. So, und jetzt konzentriere ich mich darauf, dass wir die 100er Zeit am Ende bekommen. Yay. Spaß und Freude für die ganze Familie. Aber das war ein guter Run am Ende, muss ich gestehen. Aber ihr habt es auch gesehen, ich war einmal am Ende und das war mega verbuggt, weil die werden am Ende wieder längsamer mit ihren Angriffen. So, dann haben wir immerhin jetzt wieder ein neues Outfit, das ich mir gönnen kann. Und zwar das Musiker-Outfit, das Paraden-Outfit, um genau zu sein, aus der einen Mission mit der Big Parade. Können wir ja mal ausrüsten für die Mission, weil warum nicht? So, wie viele Tode kassiere ich noch, bis ich beide Bonusaufgaben gemeistert habe? Ich bin gespannt. Düp-di-düp-di-du. Heps. Ja, ja, euren Text kennen wir. So, na dann. Auf geht's. Da ist die eine Mission schon instant verkackt. Läuft. Sehr schön. Was passiert hier eigentlich gerade? Ich sehe nicht mal, was hier gerade abgeht. Egal. Haben wir sie besiegt? Nein, der Conductor darf nochmal. Okay, jetzt sind sie aber besiegt und ich kriege meine wohlverdiente Heilung. So, wichtig wird es halt erst am Ende. Alles davor ist einfach nur aufwärmen. Nice, beide. So, und das gefällt mir, wenn sie sich hier aufteilen. Wenn einer Messer macht und einer die Kugel. Das ist mir 10.000 Mal lieber, als wenn beide die Kugel machen. Das müssten sie auch später. Später wäre das auch sehr, sehr geil. 5 Phasen haben sie, glaube ich, insgesamt. Wir sind jetzt in der dritten. Sieht man eben daran, dass beide dann wieder auf der Tribüne stehen. Ja. Geil. Richtig unnötiger Treffer. DJ Grooves. Was möchtest du mir denn hier so einen unnötigen Treffer verpassen? Ach, guck an. Okay, wir sind wieder in der... Wir sind wieder gefangen in der Todesschleife. Ich seh's schon. Und selbst wenn ich... Ja, selbst wenn ich jetzt überlebt hätte, das war einfach wieder mega verbuggt gerade. Weil so wie die gerade Angriffe gespammt haben, das machen die normalerweise nicht. Und das meine ich halt. Das ist schlecht programmiert. Das ist wirklich schlecht programmiert. Ja, ja, ja. Komm, 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 komm. Weg mit dir. Weg mit dir. Ich möchte meine Heilung. Weg mit dir. Weg mit dir. Ich glaube, manche von euch gucken einfach zu und fragen sich, wie kannst du da einen Überblick behalten, Ultra? Ich weiß es auch nicht. Ich versuche einfach, irgendwas zu machen. Meistens bin ich ja eh in der Luft und visiere einfach nur an. So. Hier nicht von der Schockwelle erwischen lassen. Dann da einmal weg, den guten DJ Grooves. So, und jetzt sind wir eh schon wieder in Phase 3. Und dieses Mal bitte nicht so ein totales Chaos wie gerade eben. Das wäre auf jeden Fall schön. So, und das dritte. Natürlich kriegt er mich nochmal, der fucking DJ Grooves mit seiner scheiß Disco-Kugel. Meine Fresse. Ja, ja, übertreib. Das ist gerade wieder so ein Chaos. Geh weg. Haben wir's. Weil dann würde ich genau genug Heilung bekommen für die nächste Phase. Hier gibt's ja 2 Heilungen. Ja, okay. Sehr schön. So, und jetzt rennen die ja wieder hier um ihr Leben. Das ist ja eh recht einfach. So, DJ Grooves springt gleich runter. Nein, was machst du, Mädel? Wir haben DJ Grooves wieder oben. Und ich renne immer in den Schatten rein. Das kotzt an. Wieso? Weg mit dir. So. So. Weiß gerade nicht, was passiert. Wir sind wieder in der Bandphase. Okay. Vorsicht, in der Bandphase kommt immer DJ Grooves instant runter. Merkt euch das. Das ist mega wichtig.
Ich weiß gerade nicht, wo sie sind. Das ist mein Problem. Da ist jemand. Der springt gerade so ein bisschen rum. Ja, 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 was passiert gerade? Okay, der Conductor greift zum nächsten Angriff. Geh weg! Yes! Oh mein Gott! Ihr habt die Scheiße auch geschafft mit der 100er Zeit. Ich werd wahnsinnig. Alter! Geil! Ja, und jetzt machen wir den dritten gestörten Scheiß, meine Damen und Herren. Okay, er lobt uns gerade wieder. Wow. Wir scheinen anscheinend die Hälfte geschafft zu haben. Ich bin gut dabei, du. Ich bin gut dabei, würde ich behaupten. Die schwierigen Welten haben wir natürlich noch vor uns. Trotzdem würde es mich schon mal freuen, wenn wir Dead Bird Studio beenden könnten. Auf geht's. Das wird spaßig. Ich bin der Meinung, hier sollte man wirklich auf den Zeitstopphut bauen. Jetzt am Ende, in der letzten Phase. Damit ich eben immer den richtigen anvisiere. Ich muss so ein bisschen lernen, wann er kommt. So, jetzt kommt der Conductor. DJ Grooves wird ignoriert. Ach Gott, aber DJ Grooves zu ignorieren ist gar nicht so einfach, wie man denkt. So, du pfeifst also. Okay. Ich glaube, einer jumpt jetzt rum. Ja, beide jumpen rum. Nein, und da haben wir DJ Grooves angegriffen. Sehr schön. Ja, ja, macht ihr nur. Ekelhaft. Das ist sehr ekelhaft, dass man hier oft aus Versehen den Falschen einfach angreift. Und vor allen Dingen halt, dass der andere angreifen kann, ohne dass du dich wehren kannst. Das ist auch ekelhaft. So, jetzt kommt der ja. So, weg mit dir. Und ich glaube, wir kommen in die nächste Phase. Kann das sein? Ich weiß es nicht. DJ Grooves stampft nochmal. Okay. Du stampfst auch nochmal. Das ist mir recht. Sind wir in der nächsten Phase? Nein, immer noch nicht. Wie viele Treffer braucht denn so ein scheiß Conductor-Vieh? Vielleicht sollte ich auch eher auf DJ Grooves gehen. Ist die Frage, wer von beiden ist leichter? Gute Frage. So, was macht ihr jetzt? Jetzt darf ich nur den Conductor angreifen. Das bedeutet, bam, du nicht. Conductor macht das hier, okay. So, DJ Grooves nicht angreifen. Aber den... Nein, wieso? Ich hab den Conductor anvisiert, Mädel. Ja, Homing Attacks halt, ne? Oh, hab ich das richtig gesehen, dass die 5 Treffer brauchen? So ein scheiß Vogelfieh. Oh, lass mich in Ruhe, lass mich einfach in Ruhe. Ihr stampft beide. Das ist auch ekelhaft, wenn ihr beide stampft. Natürlich entkommt mir der Conductor. Warum? Wieso visierst du jetzt DJ Groove? Alter, ist das ein Scheiß. Diese Homing Attack funktioniert nicht. Geil. Ach, lenkt mich doch. Ja. Komm her, Bruder. Weg mit dir. Weg mit dir. DJ Grooves greife ich nicht an. DJ Grooves, bin allergisch gegen Pinguine. So. Der darf nochmal, okay. Von mir aus, wenn er will. Ich möchte nur meine Heilung. So. Den ersten darf ich angreifen. Was gut funktioniert hat.
Na, was? Ey, Mädel, du bist doch aber auch geistig behindert. Ich glaube, ich sollte einfach wirklich immer warten, bis mein scheiß Zeitstopphut fertig ist und ich einfach safe angreifen kann. Das ist ja lächerlich hier. Irgendwann später. Ja, was passiert? Ich sehe den anderen Charakter nicht. Aber ich glaube, wir sind eh in der letzten Phase. Nicht, okay. Aber jetzt. Jetzt ist vorbei. Nicht! Weil der darf immer noch. Ich habe es leider zu spät gesehen, dass der immer noch am Angreifen ist. Aha, okay. Und ich komme genau pünktlich runter, damit DJ Grooves mich töten kann. Läuft. So gut. So gut programmiert. Gut. Hast du gut den Falschen anvisiert, Headgirl? Hast du richtig geil gemacht. Bitte verreck in der Hölle. Weg. Wie er sich selbst gerade verletzt hat, dieses Arschloch. Indem er mich getroffen hat. Das hat sich nicht gelohnt für dich, DJ Grooves. Du verfickter Hurensohn. Ja, mach beides. Das ist mir recht. Nur DJ Grooves darf ich hier nicht angreifen in der Phase. Ja. Blöd gelaufen, würde ich meinen. Aber ist mir recht. DJ Grooves darf ich nicht angreifen. Deswegen bleib weg von mir, du dummer Pinguinkönig. Ich wollte und ich war nah dran. Der Conductor hat schon wieder vorbereitet. Ich habe es gesehen. Was machst du? Ja klar, ja klar. Kann ich ausweichen? Kann ich ausweichen? Voll und ganz. Ey, mit 3 Leben in Phase 4, es wird nix. Ich bin zwar einmal recht gut durchgekommen, aber pff, als ob mir das nochmal gelingt. DJ Grooves ist wahrscheinlich jetzt hochgegangen. Ja, dachte ich mir. So. Der kommt runter gleich, der Conductor. Ja, hat er mich erwischt. Nicht so wild. Gibt Schlimmeres. Das zum Beispiel. DJ Grooves, geh hoch da.
Eulenband. Wo ist der Conductor? Da ist er. Das war ein Fehler. Okay. Okay. Wo ist er? Okay, ich schaff's. Ich schaff's halt tatsächlich! Halber Herzinfarkt. Krieg ich einen Daumen hoch dafür? Bitte. Wir haben das Deadbird Studio abgeschlossen. In einer Stunde 20, ne? Eine Stunde 30. Wuhu! Geistig gestört.